Heute in der Abendschau. Gaststättenstreik in letzter Minute gestoppt. AL-Kritik an S-Bahn-Plänen des Senats. Und ein Modepapst vorm Pergamon-Altar. Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute drohte Ostberlin eine mittelschwere Katastrophe. Die Kellner und Betreiber der HU-Gaststätten wollten streiken und alle Kneipen und Restaurants ab 14 Uhr schließen. Ob es wirklich zu diesem Notstand kam und die Küchen kalt blieben, hier die Antwort. Wir haben also den Streik ab 14 Uhr ins Leben gerufen. Und daraufhin hatte die Betriebsleitung erklärt, sie legt jetzt ihrerseits die Arbeit nieder. Und unter Berücksichtigung der Verantwortung der Gastronomen für die Berliner, für die Schülerspeisung, für die Arbeiterversorgung und für die vielen Gäste, die zu uns nach Berlin kommen, haben wir Gastronomen gesagt, wenn die Betriebsleitung so stark ist, dass sie sich mit 25 Mann über 8000 Mitarbeiter hinwegsetzen kann, dann beweisen wir, dass wir es besser können und dass der moralische Vorteil auf unserer Seite ist. Wir lassen die Kneipen ab 14 Uhr auf und versorgen weiter, auch ohne Betriebsleitung. Also nicht die Mitarbeiter wie angekündigt, sondern die Leitung der 640 Berliner HU-Gaststätten hat heute die Arbeit niedergelegt. Und das kam so. Wegen Verzögerung der Entscheidung über die Überführung der Gaststätten in neue Eigentumsformen hatten der Gastronomensprecherrat und 8000 Mitarbeiter den Rücktritt des Hauptdirektors, seines Stellvertreters und vier weiterer Direktoren gefordert. Mit denen aber solidarisierte sich heute der Rest der Betriebsleitung. Wir sind jetzt in der seltsamen Lage, dass wir einen funktionierenden Betrieb mit 11.000 Mitarbeitern, aber ohne 25 teilweise Betriebsteile und teilweise Fachdirektoren haben. Unsere Aufgabe besteht jetzt darin, in den einzelnen Betriebsteilen schnellstmöglich funktionierende Arbeitsgruppen zu bilden, damit wir den Betrieb am Leben erhalten, damit wir die Versorgung weiter sichern, auch verwaltungstechnisch sichern. Das heißt, wir müssen jetzt auch mit den Verwaltungskräften gemeinsam arbeiten und Arbeitsbedingungen schaffen, damit auch ohne den Betriebsteil oder Fachdirektor die Arbeit weiterläuft und kein Gast etwas von Versorgungseinschränkungen zu spüren hat. Nun die Abendschau-Nachrichten heute mit Regine Mahler. Die SPD-Fraktion im Bundestag tagt heute und morgen in Berlin. Bei den Sitzungen im Reichstagsgebäude geht es unter anderem um eine Sozialunion zwischen den beiden deutschen Staaten. Berlins Müllmänner haben sich heute auf die Seite der Erzieher an den Kindertagesstätten geschlagen. Hunderte von Müllwagen rollten am Morgen zwei Stunden später als sonst von den Betriebshöfen. Wie uns der Personaldirektor der BSR erklärte, ist trotz des Kurzstreiks kein Müll liegen geblieben. Die Männer hätten länger gearbeitet. Auf der DDR-Müllkippe Schöneiche wurde heute früh gestreikt. Die Beschäftigten protestierten gegen eine drohende Umwandlung des staatlichen Betriebes in ein Privatunternehmen unter Beteiligung einer Hamburger Firma. Brandenburger Tor wird eingerüstet. Bis Ende Oktober sollen die Restaurationsarbeiten dauern, um alle Umweltschäden sowie die mutwillig zugefügten auszubessern. Bis dahin bleibt das Tor versperrt. Die Arbeiten umfassen den Ersatz der Kupferdächer und Regenrohre, Sandsteinteile sollen ergänzt, Farbschmierereien beseitigt werden. Das Gerüst stammt von einer schwäbischen Firma, die Arbeitskräfte sind aus Ost-Berlin. 1,5 Millionen D-Mark sind insgesamt für die Restauration veranschlagt. Die Quadriga soll in der nächsten Woche ebenfalls demontiert werden. Im Luftraum über Berlin droht täglich die Katastrophe. Das meldet das Hamburger Nachrichtenmagazin Der Spiegel in seiner neuesten Ausgabe. Danach müssen die Fluglotsen des Flughafens Schönefeld 2 bis 3 Mal pro Tag Anflüge abbrechen, um Zusammenstöße zu vermeiden. Bislang gäbe es noch keinen Datenaustausch zwischen den Westberliner Flughäfen und Schönefeld. Die alliierten Luftfahrtattachés lehnten dies bisher ab, heißt es in dem Blatt. Ein Westberliner Lkw-Fahrer ist heute früh auf der Transitstrecke tödlich verunglückt. In den Auffahrunfall auf dem Berliner Ring nahe Miechendorf waren ein weiterer Lkw und ein Pkw verwickelt. Der Lkw-Fahrer konnte zwar von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden, starb aber noch am Unfallort. Rundfunkratssitzung des Senders Freies Berlin. Unter regem Interesse der Öffentlichkeit beschloss heute der Rundfunkrat den Wirtschaftsplan für das zweite Halbjahr 90. Er hob die Sperrung von Mitteln für den Hörfunk auf. Dieses macht die zurzeit heiß diskutierte Hörfunkreform möglich. Gemäß dem Programmauftrag des SFB soll es in Zukunft einen Informationskanal, einen Kulturkanal sowie zwei Tagesbegleitprogramme jeweils für Jung und Alt geben. Damit soll das SFB-Radio verlorene Hörer wiedergewinnen.
Nach den Worten des SFB-Intendanten Günther von Lojewski ist es für die Hörfunkreform höchste Zeit, denn der SFB muss ab der nächsten Woche mit aller Aufmerksamkeit über die Entwicklungen in der DDR berichten können. Seit heute wird der Stahlbogen auf dem Gelände des Anhalter Bahnhofs abgebaut. Der Bogen war ein Überbleibsel der 750-Jahrfeier Berlins vor 3 Jahren. Seine Renovierung hätte 300.000 Mark gekostet. Dafür fehlte aber das Geld. Der Abriss war billiger zu haben für 100.000 Mark. Mitglieder der Grünen Partei der DDR haben auf dem ehemaligen Todesstreifen zwischen Brandenburger Tor und Potsdamer Platz Sträucher und Bäume gepflanzt. Mit dieser Aktion fordern sie mehr Stadtgrün bei der geplanten Bebauung dieses Geländes. Der Architekten- und Ingenieursverein zu Berlin stellte heute die Sieger des Schinkel-Wettbewerbes vor. Hierbei handelt es sich um einen Förderwettbewerb, finanziert durch Spenden des Bundes und des Landes Berlin. Der Preis wird zum morgigen Geburtstag des preußischen Baumeisters vergeben. Heute wurde eine Ausstellung bei der Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen eröffnet. Preise gibt es für Städtebau, Landschaftsarchitektur, Ingenieursbau sowie für Kunst am Bau. Der mit 7.000 Mark dotierte Sonderpreis Schinkel wurde verliehen für den Vorschlag, das Museum für Verkehr und Technik in den dann wieder aufzubauenden Anhalter Bahnhof zu verlegen. Wer morgen zur Kfz-Zulassungsstelle oder zu den Meldestellen will, muss früh aufstehen. Alle Dienststellen des Landeseinwohneramtes sind ab 11 Uhr wegen einer Personalversammlung geschlossen. Für dringende Angelegenheiten bietet die Meldestelle in der Friedrichstraße einen Notdienst. Wichtig für alle in Berlin wohnenden Ausländer, die Lichtbildbescheinigung für den Besuch in Ostberlin und der DDR gibt es jetzt bei allen Meldestellen. Wer dieses Papier hat, zahlt keine Visumgebühr und kann jeden Grenzübergang benutzen. Bei der Neugestaltung unseres öffentlichen Nahverkehrssystems gibt es sicherlich viele Konzepte, allein zwei in der Berliner Regierungskoalition. Die AL will den schnellen Weg, die SPD die langsamere, gründlichere Lösung, auch unter der Einschränkung, dass diese länger dauert und wesentlich mehr kostet. Vor 14 Tagen legte Bausenator Nagel ein Gutachten für die Wiederinbetriebnahme des S-Bahn-Südringes vor, Kostenpunkt knapp 670 Millionen Mark. Die früheste Inbetriebnahme einer Teilstrecke wäre in 2 Jahren. Für die AL viel zu spät und viel zu teuer. Sie forderte heute auf einer Pressekonferenz, dass die Züge schon im nächsten Jahr wieder rollen sollen. Wolfgang Kandeler berichtet. Noch rollen hier nur Güterzüge in Richtung Tempelhof. Vorbei an 15 Bahnhöfen entlang der sogenannten S-Bahn-Linie Südring. Die Gleise sind zum Teil schon herausgerissen, auch hier am Bahnhof Witzleben. Die Instandsetzungsarbeiten für die 17 Kilometer lange Strecke laufen seit Herbst 89. Knapp 680 Millionen Mark soll das Ganze kosten. Dies hatte der Bundesbahngutachter Entmann im Auftrag der Bauverwaltung errechnet. 91 Millionen Mark mehr als geplant. Früheste Inbetriebnahme der Strecke 92. Diese Planung kritisierte heute der verkehrspolitische Sprecher der Alternativen Liste vor Journalisten im Rathaus Schöneberg. Der Betrieb auf dem Südring könnte Ende 91 beginnen und die Kosten für die Instandsetzung ließen sich um 88 Millionen Mark verringern. Auch das hätte als Einsparungsvorschlag im Gutachten gestanden, sei aber von der Senatsbauverwaltung nicht voll berücksichtigt worden. Und außerdem? Die Westberliner Einheitspreise liegen um 10% mindestens oder noch höher über den im Bundesgebiet gängigen Preisen. Und dann bringt er ein gezieltes Beispiel. So kostet zum Beispiel der Rückbau der verrosteten Gleise pro laufender Meter in Berlin 350 D-Mark, in Westdeutschland lediglich 50 bis 100 Mark. Wenn man das hochrechnet auf die ganze Strecke, kommt man dazu eine Einsparung von 10 Millionen Mark, wenn wir hier Bundespreise hätten. Und es ist unverständlich, wieso hier nicht nach diesen Erfahrungen, auch im Korruptionsskandal, nach den Erfahrungen mit der Baulobby, dass man hier nicht versucht, diesem Einheitspreis, jetzt würde ich mal sagen in Anführungszeichen, diesem abgesprochenen Preis in Berlin entgegenzutreten. Und das geht eben in der Marktwirtschaft nur durch Konkurrenz. Und insofern würden wir es begrüßen, wenn eben westdeutsche Unternehmen oder auch mögliche DDR-Unternehmen, wenn sie dazu in der Lage sind, Angebote bekommen und dass man dann das Preiswerteste auswählt. Statt Teilabriss und Neubau sollten die alten Bahnhöfe weitgehend saniert werden. Die Bausubstanz ist in vielen Fällen noch gut, so die AL. Die Aufnahme des Fahrbetriebs auf dem gesamten Südring im 20-Minuten-Takt schon 91 sei ohne weiteres möglich. Dies hält der Bausenator, wie berichtet, aber für unrealistisch. Am kommenden Mittwoch will sich nun der Verkehrsausschuss des Abgeordnetenhauses mit dem Thema befassen. Zur Anhörung geladen ist auch der Gutachter.
Unsere Stadtpolitiker entdecken so langsam die Gesetze der Natur. Grundwasser lässt sich nicht in Ost und West aufteilen. Darum wollen die beiden Berliner Wasserwerke jetzt auch oben zusammenfließen lassen, was unten sowieso schon immer zusammengehörte. Am Vormittag traf man sich in Ost-Berlin. Mitgebracht wurden westliche Messinstrumente als Leihgabe. Die schützen allerdings auch vor einem nicht, vor übermäßigem Verbrauch. Weniger ist mehr, das gilt vor allem fürs Wasser, hüben wie drüben. Für uns am Ort des Geschehens, Barbara Mansfield. Das Wasserwerk Johannisthal, eines der wichtigen Trinkwasserlieferanten für den Ostteil unserer Stadt. Es versorgt über das Zwischenpumpwerk Lichtenberg unter anderem die Bezirke Mitte, Friedrichshain und Prenzlauer Berg. Auch in Treptow fließt das Trinkwasser von diesem Wasserwerk aus in die Wasserhähne der Wohnungen. Was auf den ersten Blick klar und rein aussieht, entpuppt sich bei näherer Untersuchung als doch nicht so sauber. Wie in West-Berlin gibt es auch bei den Wasserwerken drüben Probleme mit der Grundwasserqualität. Unter dem Motto grenzenloses Grundwasser trafen sich heute im Wasserwerk Johannisthal Umweltsenatorin Michaele Schreier und Mitarbeiter des VEB Wasserversorgung und Abwasserbehandlung, um über die bereits laufenden Gespräche hinaus über weitere Möglichkeiten einer engeren Zusammenarbeit zu sprechen. Erster Schritt soll hierbei der Ausbau eines Grundwassermesswertnetzes sein, das eine genaue Analyse von Altlasten im Einzugsbereich der Brunnen mit einschließen soll. Entsprechende mobile Analysegeräte brachte die Umweltsenatorin gleich mit. Sie sollen den Ostberliner Kollegen die Arbeit in den Wassereinzugsgebieten erleichtern. Ein Problemkind in beiden Teilen der Stadt in puncto Wasserqualität ist der Teltowkanal. Auf Westberliner Seite wird Warmwasser aus Kraftwerken in den Kanal eingeleitet. Die Folge, es bilden sich Keime. Auf Ostberliner Seite leitet seit Jahrzehnten ein Chemiewerk seine Abwässer direkt in den Kanal. Diese Schmutzwässer sind nach unseren Maßstäben aber nur ungenügend gereinigt. Sie enthalten Unmengen an Schadstoffen, zum Beispiel Lindan, DDT und andere giftige organische Verbindungen. Und die haben sich im Laufe der Zeit am Boden abgesetzt. Da lagern ungefähr 180 Millionen Kubikmeter Schlamm, die hochgiftig sind. Wie wollen Sie das sanieren? Ja, das ist gerade das Problem, wohin mit diesem Schlamm. Das war der Hauptangangspunkt oder Ausgangspunkt der zeitlichen Verzögerung. Hier müssen Lösungen noch geschaffen werden und wir hoffen, dass wir in der gemeinsamen Arbeit jetzt auch mit den Senatsstellen hier zu Lösungen kommen. Wie kann auf politische Art und Weise reagiert werden? Wie kann man zum Beispiel verhindern, dass die VEB Berlin Chemie weiter ihren Dreck da reinlassen? Naja, das ist eine der Altanlagen, die starke Emissionen haben. Und hier wird es natürlich auch auf eine Zusammenarbeit da jetzt in dem Bereich der langfristigen Art auch ankommen, inwieweit man Technologien austauschen kann oder inwieweit nicht auch bestimmte Produktionen verringert werden können, weil eben günstiger Möglichkeiten des Bezugs aus anderen Produktionsbereichen, Produktionsgebieten besteht. Solange noch nicht feststeht, wie der Giftschlamm entsorgt werden kann, bleibt er für beide Seiten eine kaum zu kontrollierende Zeitbombe. Endspurt beim Wahlkampf in der DDR. Eine knappe Woche vor der Entscheidung stehen die Wähler laut Nachrichtenmagazin Der Spiegel hilflos vor der neu gewonnenen Freiheit. Jeder Vierte weiß noch nicht, wo und für wen er am kommenden Sonntag sein Kreuz machen soll. Bei 24 aufgebotenen Parteien, Gruppen und Listen ist das ja auch mehr als eine einzige Gewissensfrage. Mit Spannung wird das Abschneiden der früheren Staatspartei erwartet. Es scheint so, als ob sie auf die Vergesslichkeit der Bürger setzt. Denn es war ja nicht die neue PDS, sondern die alte SED, die für die Situation verantwortlich zeichnet. PDS-Wahlkampf in Ost-Berlin, beobachtet von Gerhard Horstmeier. Sonnabend, Nachmittag, Flughafen Fredersdorf. Mindestens einen Rekord hat Gregor Gysi, der Spitzenkandidat der PDS, vor all seinen anderen Konkurrenten schon errungen. Er erreichte in diesem Wahlkampf die höchste Höhe, angeblich 2200 Meter, und war am schnellsten wieder ganz unten, am Boden. Die PDS, die ehemalige SED, deren Spitzenkandidat Gysi in Berlin ist, führt von hier aus ihren Wahlkampf. Von der Parteihochschule Karl Marx am Kölnischen Park. Hier im Wahltreff 90 gibt es einen besonderen Publikumsservice. Nicht nur über die PDS, sondern auch über die anderen Parteien wird informiert. Das ist geschickt gemacht und hat ein Ziel: die PDS als die Partei herauszustellen, die vom Westen keine Unterstützung erhält und die deshalb auch die Ängste der DDR-Bürger vor der Vereinigung am besten versteht.
Wir sagen, die Ängste sind begründet und wir sagen, lasst uns miteinander genau prüfen, welche Ängste können wir wie gemeinsam bekämpfen. In Ost-Berlin hat die PDS immer noch 85.000 Mitglieder und für den Wahlkampf 2 Millionen Mark zur Verfügung. Gysi ist der Star auch am Sonnabend vor dem ehemaligen Zentralkomitee der SED, wo er seinen Anhängern Autogramme gibt und uns zwischendurch über seine Version des Falles Schnur aufklärt. Also ich habe nur daraus entnommen, dass die Bundesregierung ihn dadurch verteidigt, dass sie erklärt, er hätte schon immer Spionage für die Bundesregierung betrieben. Ja, habe ich die Kanzlererklärung dann richtig verstanden? Das ist eigentlich Spionage immer noch... Na, ich weiß nicht, Sie haben nur gesagt, Sie haben alle Informationen von ihm bekommen. Ich weiß es nicht. Wenn es stimmt, wäre es immer noch eine Straftat in der DDR. Ja, aber Sie kennen ihn doch als Anwaltskollegen aus der Zeit. Wenig. Also nicht vergleichbar zum Beispiel mit Herrn de Maizière oder so. Wirklich nicht? Nein, wirklich nicht. Aber Sie haben dieselbe Arbeit gemacht? Nee. Ganz unterschiedliche Praxen haben wir. Wirklich ganz unterschiedliche. Können Sie sich denn vorstellen, dass er wirklich für die Stasi gearbeitet hat? Dazu äußere ich mich nicht, solange ich keine Materialien gesehen habe. An solchen Dingen beteilige ich mich nicht. Und könnte es nicht auch eine Kampagne geben? Das Einzige, was interessant ist, ist für mich, also was uns damals gewundert hat, ist, dass er als Einziger die Genehmigung bekommen hat, Einzelanwalt zu werden. Das hat ja kein anderer bekommen, außer Professor Vogel. Auch das ist geschickt von ihm, wie er auf bestimmte Fragen nicht antwortet und genau dadurch seine Sicht des Falles darstellt. Dritte Station an diesem Sonnabend, Gregor Gysi in der Gethsemane-Kirche am Prenzlauer Berg. Der runde Tisch der Jugend befragt ihn. Ein bisschen bin ich ein 68er gewesen. Ich habe mich auch gegen meine Eltern aufgelehnt, wie es sich gehört. Daraus erwuchs dann auch eine bestimmte Selbstständigkeit. Ich habe auch Kompromisse in meinem Leben gesucht und gefunden. Ob es immer die richtigen waren, wage ich zu bezweifeln. Seine Partei, die PDS, ist das eine Partei für die Jugend? Ja, sagt Gysi und erinnert an die Austrittswelle aus der SED. Da war es die Jugend zusammen mit den ganz Alten in der Partei, die diese Partei eigentlich gerettet haben. Und den Frauen, das muss ich sagen. Und er bekommt von den jungen Leuten in der Gethsemane-Kirche sogar Beifall, als er versucht, sich deutlich zu distanzieren von der alten SED. Ich bin nicht bereit, für die Einzelhandlungen von ehemals 2,3 Millionen Menschen hier allein die Verantwortung zu übernehmen. Doch, das muss er. Denn in der PDS lebt die alte SED weiter. Auch wenn sie heute ihre Anhänger bei den Jungen, den Alten und den Frauen rekrutiert. Denn der PDS-Vorgängerin SED gehörten alle die an, die die DDR dahin gebracht haben, wo sie heute ist. Das Wochenende stand ganz im Zeichen der Mode gesamtdeutsch. Am Sonnabend wurde, wie berichtet, die Preisverleihung des deutschen Designerwettbewerbs fand statt, an dem sich rund 200 junge Modemacher aus Ost und West beteiligt hatten. Der Höhepunkt des Festivals aber lief gestern Abend im anderen Teil der Stadt, eine Benefizveranstaltung zugunsten körperbehinderter Museumsbesucher. Glanz und Glamour, für dessen Erlös Rollstühle, eine Rampe und elektrische Treppenkulis angeschafft werden sollen. Für uns dabei Evelyn Lazar und Kameramann Hans-Georg Losse. Ungewöhnlicher Ort für ein Modeereignis, das altehrwürdige Pergamonmuseum. Das Publikum, überwiegend Modemacher aus Ost und West, drängte sich auf den Marmorstufen zum Altar. Die Kamerateams, dem Ereignis entsprechend ungewöhnlich zahlreich, auf einem kleinen Podest. Doch jeder nahm jede Unbequemlichkeit gern in Kauf für das, was geboten wurde. Vier prominente deutsche Designer und ein Star-Couturier aus Paris zeigten Ausschnitte aus ihren Kollektionen für Herbst und Winter 90/91. Wärmende Felle, die man ohne schlechtes Gewissen tragen kann, denn kein Tier musste für sie das Leben lassen. Modelle aus Webpilz. Am Abend verbirgt sich der Pelz hinter Goldlamé. Kulisse und glanzvolle Mode, ungewöhnlich und faszinierend. Und manches sicher auch unbezahlbar, wie die kostbar bestickten Jacken und Westen der Modeschöpferin Ella Singh.
Ihr besonderes Stilmittel, Folklore-Elemente aus aller Herren Länder. Und dieser gut aussehende Herr mit dem graumelierten Bart ist er, der Stargast, Paco Rabanne. Für seine neueste Couture-Kollektion von den Pariser Modejournalisten gerade mit dem goldenen Fingerhut ausgezeichnet. Er brachte nicht nur seine atemberaubenden Kreationen, sondern auch 14 Spitzenmannequins aus Paris mit. Wenn es nach dem Meister geht, zeigt die Dame, jedenfalls die, die sich Paco Rabanne-Modelle leisten kann, nackte Schulter. Silber, Metalleffekte, ein glitzernder Rausch. Mode ohne Worte. Kleider, die man nicht besitzen muss, an deren Anblick man sich einfach erfreut, wie an einem schönen Bild. Ausgeträumt. Zum Schluss ein ganz aktueller Bericht. Der Kita-Streik geht heute in die 9. Woche, die nervliche Zerreißprobe für Kinder, Eltern, Erzieherinnen und Erzieher. Nachdem Innensenator Petzold den Ausstand erstmals als rechtmäßig anerkannte, wird heute nach 14 Tagen Pause wieder weiter verhandelt. Gewerkschaften und Senat unter Vorsitz von Sozialsenatorin Stamer suchen nach Lösungen. Ein Schritt auf dem Weg zum Tarifvertrag. Es meldet sich Hans-Joachim Lorenz. Es liegen ja drei Möglichkeiten auf dem Tisch, Frau Stamer, mit den Gewerkschaften zu einer Vereinbarung zu kommen. Das ist eine zweiseitige Vereinbarung zwischen dem Senat und den Gewerkschaften, ein Kita-Gesetz von der SPD in der vorigen Woche eingebracht und die Möglichkeit eines Tarifvertrages. Sind Sie sich gleich wie heute näher gekommen? Wir haben alle diese Möglichkeiten erörtert und sind weiter darin fortgefahren, herauszufinden, wie wir in den Kitas helfen können. Aber wir sind heute noch zu keinem Abschluss gekommen. Werden Sie denn jetzt im Gespräch bleiben und ist die Zeit der Sprachlosigkeit erstmal überwunden? Ja, wir haben uns für in 48 Stunden wieder verabredet. Das heißt, wir werden am Mittwoch wieder miteinander weiterreden über das, was wir heute besprochen haben, zu sehen, ob wir darüber hinaus zu einer Einigung kommen können. Bedeutet denn das, Herr Lange, dass die Gewerkschaften auch zu einem Kompromiss bereit sind und nicht bei der Maximalforderung Tarifvertrag bleiben? Das haben wir ja in unserem Kompromissvorschlag schon erläutert. Wir sind bereit, die Hand auszustrecken. Wir warten darauf, dass diese Hand auch ergriffen wird. Können Sie mir sagen, welche Forderungen Sie jetzt noch gerne erfüllt haben wollen? Der Senat hatte 20 Millionen Mark zusätzlich angeboten für weitere Stellen und Verbesserungen. Es liegt auch ein Kita-Gesetz, zumindest von der SPD-Fraktion, erarbeitet auf dem Tisch. In diesem Entwurf sind Maximalgrößen und Mindestzahlen im Personalbereich angedacht. Reicht Ihnen das oder wollen Sie noch mehr haben? Ich denke, das sind noch nicht die spürbaren Verbesserungen, die in der Koalitionsvereinbarung als spürbare Verbesserungen definiert wurden. Nur so weit sind wir noch gar nicht. Wir sind immer noch da, uns aneinander ranzutasten, um endlich vertragliche Formen zu finden, die für beide Seiten tragbar sind. Und da gilt das halt für uns, das ist der Tarifvertrag. Aber nennen Sie doch noch mal ganz klar, was wollen Sie denn zusätzlich noch haben? Tarifvertrag scheint ja doch als Maximalforderung auch nicht durchsetzbar zu sein. Wo ist denn das, was Sie jetzt annehmen können? Wir haben ja einen Tarifvertrag vorgeschlagen, der einen Kompromiss beinhaltet und nicht mehr eindeutig Personalschlüsse und Gruppengröße in einem solchen Vertrag regeln will. Und über diesen Kompromiss haben wir heute geredet. Und ich denke, wir sollten am Mittwoch Näheres und Ausführlicheres vom Senat hören zu diesem Kompromiss.
Herr Laube, ist Ihnen denn klar, dass die Stimmung zurzeit auch gegen die Gewerkschaften in der Stadt umschwenkt und auch die Eltern, die früher ziemlich deutlich auf Ihrer Seite standen, kein Verständnis mehr haben? Nach 8 Wochen Streik stehen alle Seiten unter einem beträchtlichen Druck. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass wir versucht haben, mit unserem Kompromissangebot, wo wir uns bis an die Schmerzgrenze bewegt haben, noch einmal Bewegung reinzufinden. Die Türen sind nicht zu. Ich hoffe, wir kommen jetzt einen entscheidenden Schritt voran. Frau Stammer, können Sie denn für den Senat noch einmal jetzt deutlich sagen, ob hier ein Silberstreif am Horizont zu sehen ist? Die Gewerkschaftsvertreter haben ja doch relativ kompliziert und auf Rechtsvereinbarungen hingewiesen. Die Eltern aber wollen wissen in der Stadt, was jetzt mit den Kindern geschieht. Wir haben heute den Kompromissvorschlag angesehen, den die Gewerkschaften unterbreitet haben. Der ist so, wie er ist, auch nicht annehmbar, weil er in einer Anlage zum Tarifvertrag dasselbe regelt, wie der Tarifvertrag würde und damit das Parlament zu sehr binden würde. Wir müssen einfach noch mehr daran arbeiten, einen Ausweg daraus zu finden, der beide Seiten zufriedenstellen kann, damit Eltern und Kinder wieder in ihre Kindertagesstätten können. Das war die Abendschau des Tages. Bis morgen. Tschüss und auf Wiedersehen.